Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu einem Controller. Und zwar heute mal, aufpassen, nicht für die PlayStation, sondern für die Nintendo Switch. Ist ja gar nicht so lange her, ne? Zelda, das neue Zelda kam raus und eine Switch musste her. Und ich bin ehrlich, damit konnte ich nicht wirklich lange leben. Damit habe ich das erste Wochenende gelebt und das war's. Mehr war für mich persönlich nicht drin. Und wenn wir da jetzt mal hinschauen, versteht ihr wahrscheinlich auch warum. Man hat das Gefühl, dass das hier alles viel zu klein ist. Jedenfalls für Männerhände. Für Kinder ist das wahrscheinlich eine super tolle Geschichte. Abgesehen davon, dass diese Joy-Cons, durchschnittlich sind. Also es musste ein vernünftiger Controller her. Und die Firma Nexico war so nett und hat gesagt, hey Goody, wenn du jetzt Switch spielst, dann mach das doch mal bitte mit unserem Controller. Denn ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die Switch geholt im Laden und guckte auf diesen Pro-Controller drauf von Nintendo und dachte mir, 70 Euro? Nee, Leute, sorry, das geht gar nicht. Ich weiß, Controller sind teuer, aber 70 Euro war ich nicht bereit zu investieren. Und da kam dann dieses gute Stück von Nexico zu mir ins Haus und ich muss sagen, ich bin massiv beeindruckt. Gibt es natürlich auch in anderen Designs. Hier ist die offizielle Verpackung dazu. Und wenn wir dann auf der Rückseite schauen, dann sehen wir dort natürlich halt auch andere Designs. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es dieses geworden ist. Ich finde das sehr, sehr schick, wirklich. Und der Controller bietet natürlich all das, was der Pro-Controller auch hat, ne? Das bedeutet, wenn wir hier raufschauen, ne, wir haben Hall-Effect-Joysticks. Das soll einfach bedeuten, halt ohne, dass irgendwie Totzonenprobleme sein soll. Wir haben eine Turbo-Funktion. Wir haben Vibration, Dual-Vibration wahrscheinlich, weil halt rechts und links jeweils ein Motor verbaut ist. Und natürlich 6-Achsen-Giro-Motor eingebaut. Ne, braucht man ja auch bei einigen Spielen, dass man dann halt auf diese Art und Weise steuert. Also daher schon mal alle Funktionen vorhanden. Dann das erste Anschließen an die Switch. Einmal per USB-Kabel anschließen, liegt bei. Und zwar ist das dieses kleine, relativ niedliche USB-C, USB-A-Kabel, was dabei liegt. Einmal an die Switch anschließen und dann ging der Controller bei mir sofort out of the box. Wir haben dann hier in dem leider nur englischsprachigen Manual, haben wir dann natürlich auch noch eine Anleitung, wie das Ganze zu funktionieren hat. Aber wie gesagt, es ist A, komplett Englisch, finde ich sehr, sehr schade. Wäre schön, wenn wir Deutsch hätten. Und da sind nämlich noch ein paar andere wichtige Infos mit drin, die man wirklich lesen sollte. Aber ansonsten, das Pairing ging bei mir sofort. Einfach nur damit per Kabel anschließen und es hat sofort funktioniert. An der Konsole war überhaupt gar kein Problem. Und es hat auch am PC funktioniert, wo wir dann hier den Pairing-Button benutzt haben für die Bluetooth-Konnektivität. Zu den Tasten selber muss ich sagen, dass mir dieser extrem kurze Hub hier, ne, ist das wirklich ein kurzer Hub, wie ihr erkennen könnt, wirklich sehr gut gefällt. Das fühlt sich wirklich schön an. Ist natürlich so, wenn man so einen Elite-Controller gewohnt ist, dass man dann halt auch ja, kurze Wege gewohnt ist. Da ist das schön. Hier haben wir beinahe ein bisschen längeren Weg als auf dem unteren Button. Naja gut, identisch würde ich sagen. Die Joysticks könnten ein klein wenig fester sein im Movement, aber haben bisher ihren Job einwandfrei erledigt. So einen richtigen Langzeittest habe ich natürlich noch nicht, aber macht dort eine sehr, sehr gute Figur. Ich finde, wie gesagt, das Design schick. Die Knöpfe machen ihren Job und sind, sage ich mal, dem Preis angemessen. Dann haben wir natürlich den Home-Button, haben dann auch diese Plus- und Minus-Tasten, den Share-Button. Ich glaube, das ist der Share-Button an der Switch oder wie nennt er sich. Ist alles vorhanden. Und funktioniert out of the box sofort einwandfrei. Auch was ja wohl nicht immer funktionieren soll mit anderen Controllern, dass man die Switch auch per Home-Taste einschalten kann. Auch das funktioniert einwandfrei. Hier unten sehen wir den Akkuladestand. Hält ungefähr 8 bis 10 Stunden und muss dann für ungefähr 2 Stunden geladen werden. Gut, ich habe ihn dann halt immer weitergespielt, per Kabel dann einfach an der Konsole angeschlossen gehabt. Dann war er wieder voll, aber ich würde mal sagen, 2 Stunden sollten wahrscheinlich sein, ohne dass man spielt, dass er voll ist. Und dann hat er natürlich noch zusätzliche Gimmicks mit an Bord. Da haben wir natürlich zum einen hier die Beleuchtung. Diese Beleuchtung können wir, wenn wir die Turbo-Taste hinten drücken, hinten in der Mitte ist diese Turbo-Taste, die drücken wir und drücken gleichzeitig die beiden Sticks. Und dann seht ihr, die Farbe hat sich geändert, machen wir mal so. Dort kann man 7 Farben durchschalten.
Moin, der Switch im Hintergrund wird gerade wahnsinnig. So, jetzt sind wir einmal durch. Und wenn wir dann halten, die Tasten, ändert sich die Intensität der Beleuchtung in 6 Stufen. Genauso können wir die Stärke der Vibration in 3 Stufen einstellen. Das ist also auch möglich, wie stark es vibriert. Ich finde die Vibration, so wie sie im Auslieferungszustand war, sehr gut, sehr passend. Kann man aber auch noch reduzieren. Und was man ebenso natürlich machen kann, ist dann halt diese Turbo-Taste als Turbo-Button zu nutzen. Das bedeutet, wir können halt hier auf jede Taste des Controllers, wo wir möchten, eine Turbo-Funktion drauflegen. Wenn wir dann die Turbo-Taste im Hintergrund drücken und, sage ich mal, die X-Taste gedrückt halten, das Ganze so lange machen, bis der Controller einmal vibriert, dann haben wir die Turbo-Funktion eingeschaltet. Das bedeutet, dass der Knopf immer wieder gedrückt wird, solange wir ihn gedrückt halten. Da wird er immer wieder neu ausgelöst und auch das können wir in mehreren Stufen beeinflussen. Auch das steht hier im Manual drin, im Handbuch. Da gucken wir mal kurz drauf. Das sind die RGB-Lichter. Hier ist einmal, das erklärt natürlich mit den RGB-Lichtern, wie man das Ganze macht. Halt einmal durchschalten und die Helligkeit kontrollieren. Hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze zurückzusetzen auf Factory Reset, also sprich auf die Grundeinstellungen. Wenn man sich irgendwie keiner verhuddelt haben sollte, gibt es, glaube ich, keinen wirklichen Grund. Der Controller selber schläft nach einigen Minuten ein. Und das ist auch gut so, denn spart es natürlich Batterie. Und wenn wir die Turbo-Funktion nutzen möchten, zum Beispiel hier nutzen wir halt den A-Button plus den Turbo-Button im Hintergrund und haben dann hier die Turbo-Funktion aktiviert. Das bedeutet, dass sie ja halt immer wieder ausgelöst wird und das können wir auch noch beeinflussen in 3 Schritten. Und zwar dadurch, dass wir die Turbo-Taste und die Minus-Taste oder Turbo und Plus drücken. Ich glaube, die einzelnen, ja genau, hier steht es ja auch nochmal. Und zwar in der langsamsten Variante wird der Knopf 5-mal gedrückt und in der schnellsten Variante 20-mal. In der Mitte haben wir 12-mal. Also so oft wird der Knopf immer wieder gedrückt, während wir den Finger drauf halten. Und auch hier nochmal der Hinweis natürlich darüber, dass wir diesen eingestellte Geschwindigkeit dann halt auch ablesen können an dem, ja, wie oft die Controllerlichter dann blinken, um uns zu zeigen, aha, okay, wir haben jetzt die Spielgeschwindigkeit geändert oder besser gesagt die Druckgeschwindigkeit. Und dann noch, wie ich eben gerade gesagt habe, können wir halt auch die Vibrationsstärke ändern von 0%, 30%, 75% und 100%, wie viel Force-Feedback wir bekommen. Und der Controller zeigt uns dann auch für eine halbe Sekunde ganz kurz, für was wir uns entschieden haben. Also, wir haben eine Turbo-Taste. Wir haben, finde ich, die Oberfläche, habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, die fühlt sich auch so ein bisschen weicher an. Das ist, na, ich weiß nicht, ob das so eine Art Soft-Grip ist oder so. Es fühlt sich jetzt nicht ganz so hart nach Plastik an. Wie sich hier natürlich die Farbe oder ähnliches abnutzt nach einer gewissen Nutzung, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Klar, so sieht es momentan nach, weiß nicht jetzt, wie lange benutze ich ihn jetzt? Ich glaube 4 Wochen, sieht es natürlich noch alles aus wie neu, definitiv. Rückseite haben wir hier natürlich hier so eine kleine Perforation drauf. Ist auch ganz gut, das fühlt sich so ein bisschen schöner an. In den Händen, dass wir hier so eine Art Anti-Rutsch-Beschichtung drauf haben. Hier kann man es auch nochmal gut erkennen. Mit dieser Anti-Rutsch-Beschichtung finde ich, das ist wirklich gelungen. Klar, hartes Plastik, nichts anderes, ne? Hier keine weichen Teile oder sowas. Aber macht seinen Job, liegt sehr gut in der Hand. Ich finde es wirklich, also hier so vom Gefühl her in der Hand, sehr, sehr angenehm, der Controller. Und wie gesagt, die Funktion ist einwandfrei, USB-C-Anschluss, hat alles, was man will, hat ein Gyroskop, sieht gut aus, leuchtet schön bunt vor sich hin, je nachdem, wie man das einstellt. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Dann kann man halt auch sagen, okay, nö, ich will es gar nicht hier im Bunt haben, ich will die Farbe haben oder wie auch immer. Also das kann man sich anpassen, nichts falsch. Und ich glaube aktuell 35 € bei Amazon. Ich packe euch den Link unten rein, wenn ihr, ja, etwas Schöneres für eure Switch haben wollt als das dort und günstiger als den Pro-Controller, dann gibt es von mir definitiv bisher, nach der Erfahrung, eine absolute Empfehlung für den NS32, der einen super, super tollen Job in meinen Augen macht. Und das war's zum NS32-Controller. Wie gesagt, eine echte Alternative hierzu sowieso.
Den 70 Euro pro Controller von Switch hatte ich noch nicht in der Hand, kann ich damit nicht vergleichen, aber ich sage für das investierte Geld hier 35 Euro die Hälfte, das bedeutet, ich kann mir gleich zwei Stück von kaufen, wenn ich möchte, ist das hier in meinen Augen eine Empfehlung, wirklich. Gerade hier die Trigger, das gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, die Optik gefällt mir sehr, sehr gut, er hält lang genug durch mit seinen 10 Stunden, ist schnell geladen, war sofort gepairt, ich kann die Switch drüber aufwecken, passt in meinen Augen alles. Das war's von mir. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Verpasst ihr weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.